Moin liebe Freunde der Bruderschaft und willkommen zurück zu einem neuen Part von Command & Conquer 3 Tiberium Wars mit der Bruderschaft von Nord, natürlich. Wie sollte es auch anders sein, sonst würde ich das nicht sagen. Mit liebe Freunde der Bruderschaft, ne? Ja, feindliche Einheiten in Sicht. Ach, wie süß, er hat seine Gebäude wieder in Besitz genommen. Mensch. Alte Gewohnheiten wird man halt so schwer los, wa? Die sind geräuchert, würde ich mal sagen. Genau so auf die Jungs. So, das war's für deine Kaserne. Sehr gut. Schon wieder Verstärkung? Kriegt mir viel zu viel Verstärkung. Warum kriegt er so viel Verstärkung? Was will er damit? Oh, doch eh nicht. Vorsichtig. Niemand entkommt den Flanken. Ein Kommando. Das bin ich aber beeindruckt. Jo, plattgefallen. Das war dein Kommando. Da. Räuchert sie aus. Das war der Wachturm und jetzt zerstört die Waffenfabrik. Sehr schön. Ich sehe, offensiv ist doch schon viel besser. Und tschüss, Wachturm. Das war's für dich. Das war's für den Wachturm. Jetzt können wir schön von hinten seine Waffenfabrik ausschalten. Und die Silos müssen wir auch noch zerstören. Alter Schwede, der hat die Gebäude echt vollgestopft bis oben hin. Pitbull, süß. Das war dein Pitbull. Und die Waffenfabrik. So viel dazu. Feindliche Einheiten in Sicht. Ach, der Panzer will uns nerven. Dieses Mal aber vernichten wir dich, Kollege. Für unsere Brüder! Ja. Sagt er und die Hälfte wird gekillt. Sehr schön. Ventile. Ja, durch Friendly Fire, alles klar. Also merken, Flammenpanzer nicht unbedingt in der Masse einsetzen. Die haben Friendly Fire. Wäre mal gut zu wissen. Was hat sie da? Jetzt brauchen wir Silos, euer Ernst? So, bau schnell noch ein Kraftwerk, bevor die Verteidigung ausfällt. Und das andere Silo auch noch. Bonusziel. Sehr schön. Feindliche Basis in Sicht. Jo. Brennt alles nieder. Die wird jetzt auch fein, die feindliche Basis. Einheit befördert. Oh, hast du ein volles Silo? Das tut mir aber leid. Oh. Oh, mein kleiner Piggy eigentlich. Oh, jetzt verlierst du sogar noch deine kleine Raffinerie. Das tut mir aber leid. Also, Friendly Fire wieder. Ja, schön. Vernichtet euch alle schon gegenseitig. Hervorragend, Jungs. Mann, 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 Mann. Nee, nee, nee. Opfert sie den Flammen. So, räuchert sie aus. Lasst nichts übrig von ihnen. Seht euch die Flammen an. Ja, seht euch die Flammen an. Wisst ihr Bescheid. Gut, ich glaube, Washington haben wir damit geschafft. Das ziemlich schnell tatsächlich. Nicht mal eine halbe Stunde. Insgesamt mit dem vorherigen Part natürlich. Dürfen wir ja nicht vergessen. Vielleicht nicht mehr, wir haben die Mission gleich geschafft. Und jetzt den Bauhof. Zerstört ihn. So, der eine hat da hinten hat der Heldenstatus. Sehr schön. Jo, das war's. Sieg! Mission erfolgreich. Jawoll! Nordmord ist bereit.
Der eine Flammenpanzer steht da noch. Prime Temple in der Nähe von Sarajevo. Gelbe Zone G1. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung. General Qatar sagt, ihr werdet euch noch nie begegnet. Aber du weißt sicher von ihren Heldentaten. Neben dir ist sie das größte militärische Genie, das wir haben. Der Philadelphia-Anschlag war ihre Idee. Meine Idee, ja. Aber ihr Weitblick machte ihn möglich. Und unser Commander hat sie umgesetzt. Nun, mein Sohn, musst du mir helfen mit Phase 2 dieser Kampagne. Ich muss noch einige Vorbereitungen treffen, aber General Qatar überwacht deine kommenden Missionen persönlich. Erweise ihr denselben Respekt, den du mir erweist. Kane hat recht. Wir machen gute Fortschritte. Mehr, als ich für möglich gehalten hätte. Aber wir haben einen schlafenden Riesen geweckt. Die GDI wird versuchen, mit einer mächtigen Streitmacht zurückzuschlagen. Es liegt bei Ihnen, Commander. Zeigen Sie der Welt, dass Nord nicht zurückweicht. Das habe ich vor. Sehr schön. Washington DC ist damit geschafft. Und damit auch der erste Akt. Alle Bonusziele erfüllt. Es gibt die Loyalitätsmedaille. Und einmal den Bekennerorden. Jawohl. Akt 2. 5 Wochen später. Prime Temple in der Nähe von Sarajevo. Gelbe Zone G1. Und ich werde es ab jetzt nicht mehr lesen. Es sei denn, es kommt was Neues. Commander, ich hatte es befürchtet. Der Vergeltungsschlag der GDI war verheerend. Offenbar konnte ein GDI-Commander der nordöstlichen Zone seine Truppen schneller als erwartet zusammenziehen. Nicht nur, dass sie uns aus den blauen Zonen verdrängten, wir mussten auch in allen gelben Zonen herbe Verluste hinnehmen. Wir waren vielleicht etwas zu aggressiv. Aber keiner würde Kane jemals ungestraft widersprechen. Bitte. Verzeihen Sie die Bosheit, Commander. Sie müssen verstehen. Ich will doch nur das Beste für die Bruderschaft. Der Gedanke, den Krieg zu verlieren. Nein. Wir verlieren ihn nicht. Wenn Kane einen Krieg will, gehorchen wir ihm. Das wird wie im zweiten Tiberium-Krieg auch hier funktionieren. Sie müssen die feindlichen Truppen wie Wasser in dieser Region teilen. Aber verraten Sie ja nichts über Ihre Ziele in Brasilien. Diese gelbe Zone macht uns am meisten Sorgen. Unser Labor steht dort unter GDI-Beschuss. Kane verlangt, dass wir es auf jeden Fall halten. Ich würde Ihnen gern mehr sagen, Commander. Aber nicht einmal ich weiß, was dort vor sich geht. Tja, frag dich mal warum. Gefechtsstand North Carolina, gelbe Zone G6. Wollte ich das eigentlich nicht mehr vorlesen? Seien Sie gewarnt, Bruder. Passen Sie auf sich auf. Killian hat ihren Posten nicht, weil sie auf andere Rücksicht nimmt. Sie hat ihre eigenen Pläne. Wieso erzählt Kenya eigentlich nichts von den Vorgängen in Brasilien? Ich kann Ihnen trauen, hm? Soweit ich gehört habe, soll Kane dort an einer Tiberium-Waffe arbeiten. Heimlich still und leise. Wir vernichten jetzt die GDI mit einem Schlag. Mann, ist Kane brillant, oder was? Aber nicht so voreilig. Die GDI macht noch mächtigen Druck. Während wir uns unterhalten, rücken ihre Truppen vor. Halten Sie die Stellung und schlagen Sie alle Einheiten in der Region zurück. Und dann transportieren wir die... Naja, dieses Ding. Wie Sie sehen, bin ich unterwegs nach Sao Paulo, Commander. Ich freue mich schon auf dieses Feuerwerk. Alles klar. Dann viel Spaß in Sao Paulo. Brasilien also, die brasilianische gelbe Zone, die Amazonaswüste ist dran. Gut, das speichern wir aber erstmal. Jo. Und dann gehen wir nach Brasilien. Oh, keine Einführung. Das ist selten tatsächlich, dass es keine Einführung gibt. Die Bruderschaft arbeitet in 2 geheimen Laboratorien an Tiberium-Waffen der nächsten Generation. Das Hauptlabor in Nordafrika wurde kürzlich von der GDI eingenommen.
Kairo, sag ich nur. Das zweite Labor befindet sich in der brasilianischen Amazonaswüste. Die GDI unterhält in der Region zwei vorgeschobene Stützpunkte und eine schlagkräftige Armee. Lange können unsere Truppen das Labor nicht mehr halten. Verteidigen Sie das Labor gegen die GDI, bis Sie selbst eine Armee aufbauen können. Schlagen Sie dann zurück und zerstören Sie die Base der GDI. Das Labor muss um jeden Preis gerettet werden. Ach du Heilige, was ist denn hier passiert? Schau ich mir gleich an, aber erstmal müssen wir hier... Alter. In diesem Labor befindet sich ein Gerät, das für Kane sehr wichtig ist. Wir müssen es vor GDI-Angriffen schützen, koste es, was es wolle. Das machen wir auch. Das EMP-Spulen-Upgrade des Raider-Buggies ermöglicht diesen die vorübergehende Deaktivierung mechanischer Einheiten. Dieses Labor ist für Kane sehr wichtig. Wir dürfen nicht versagen. Genau, Bruder. Wir dürfen nicht versagen. Also werden wir das auch nicht. Klar, so abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Gut, wir haben also erstmal erst nur mit einem Stützpunkt zu tun. Und unser Stützpunkt selber ist übrigens getarnt. Das ist gut. Aber natürlich hat er seine heißgeliebten Fitbulls dabei. Aber warum die KI so gerne einsetzt, werde ich nicht verstehen. Ich mag die ehrlich gesagt gar nicht. Jetzt gucken wir uns erstmal die Geheimdienstinformationen an. Und zwar die Störsender. Aus die Riten des Krieges. Die orbitale Vormachtstellung der GDI macht uns das Leben schwer. Der jederzeit mögliche Einsatz orbitaler Waffensensoren gibt berechtigten Anlass zur Sorge. Unsere wichtigste Gegenmaßnahme sind unsere Stealth-Systeme. Vor diesem Hintergrund haben wir kürzlich mit der Errichtung von Störsendern in der Nähe wichtiger Einrichtungen begonnen. Störsender erzeugen ein ausgedehntes Stealth-Feld, das unsere Fahrzeuge und Gebäude jeglicher Radarüberwachung entzieht. Da die Türme selbst allerdings sichtbar sind, müssen sie durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen gegen feindliche Angriffe, gegen direkte Angriffe geschützt werden. Aus diesem Grund wurden einigen entlegenen Regionen Störsender-Attrappen errichtet, um den Feind zu täuschen. Attrappen, bitte. Meine Güte. Wir bauen ja ohne Ende hier. So, erstmal holen wir uns den Baukran, denn ohne den sind wir aufgeschmissen. Ich weiß, du magst meinen Shredder nicht, das macht aber nichts. So, und jetzt bauen wir das Forschungslabor. Dies wunderbare Leuchten. Ja, Bruder, das magst du wohl sagen. Ein wunderbares Leuchten. Und so können wir denn... Ja, wir können. Die Luftwaffe der Bruderschaft wird sich darum kümmern. Das ist der EMP, den die Buggies haben. Ja, die EMP haben eine... Die EMP hat eine Buggy-Fähigkeit. Nein, die Raider-Buggies haben eine EMP-Fähigkeit. So rum. So rum ist es richtig. So rum macht es auch Sinn. Andersrum ist es leicht blödsinnig, aber okay. Ja. Schrein der Geheimnis brauchen wir dafür. Ja, jetzt momentan sind wir aber dabei, das Labor zu bauen. Initialisiere Video-Ablink. Ja, bitte. Gute Arbeit, Commander. Sichern Sie jetzt erstmal das Labor, damit Kane in Ruhe arbeiten kann. Jo, Kane arbeitet drauf. Einheit befördert. Empfange Nachricht. Im Norden ist ein Vorposten der GDI. Nein. Zerstören Sie ihn, um das Nordlabor zu sichern. Was meinen Sie, was ich vorhab, Kollege? Tust gerade so, als würde ich nichts tun Initialisiere hier. Initialisiere Video-Ablink. Noch eine Nachricht. Möchten Sie gerne ein paar Scorpion-Panzer zum Spielen? Ja, gerne. Gib mir Panzer! Scorpion-Panzer stehen in der Waffenfabrik bereit. Ich nehme sie gerne. Her mit meinen Panzern. Was für eine Frage. Und wo sind die Konservendosen? Verstärkungen bereit. Wie lautet der Plan? Vor. Endlich Panzer. Wurde auch Zeit. Neue Bauoptionen. So, die Kraftwerke sind ja schon verbessert, wie ich gesehen habe. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Übrigens, das Bild der Sprengmeister oder beziehungsweise der Fanatiker sieht normalerweise anders aus in der unzensierten Version. Und jetzt Luftwaffenplattform. Ach ja, unser Gegner wird nicht erfreut sein, wenn er sieht, was ich für ihn geplant habe. Bau abgeschlossen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Neu.
Oh, Tiberium, Ernte und Raffinierung. Auszug aus der Logistikdoktrin der Bruderschaft von Nord. Modulare Tiberium-Raffinerien können vor Ort sehr schnell errichtet werden, arbeiten mit modernsten Raffinierungssystemen. Die neueste Generation der Nord-Sammler ist schnell und kann dank interner Stealth-Systeme vom feindlichen Radar nicht geortet werden. Sie können also vor den Augen der GDI Tiberium ernten, während sich die Logistikoffiziere des Feindes fragen, wohin das wertvolle Kristall plötzlich verschwunden ist. Friede durch Macht. Transport anfordern aus den taktischen Leitfaden der Bruderschaft von Nord. Sobald die ersten Flugeinheiten von einem Stützpunkt abheben, können sämtliche Nord-Bodentruppen im Zielgebiet Transporte anfordern. Geht ein entsprechender Funkspruch ein, wird die Einheit an der Zielposition abgeholt. Anschließend setzt der Carry-All die evakuierten Einheiten an der gewünschten Zielposition ab. Bleiben Sie mit Ihren Carry-Alls außerhalb der Reichweite der feindlichen Flugabwehr, da Sie im Falle eines Abschusses auch die transportierten Einheiten bzw. Fahrzeuge verlieren. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ich habe mit dem was ganz anderes vor. Meine Lieblinge kommen zum Einsatz. Und zwar in Ranmeng. Außerdem bauen wir eine weitere Raffinerie. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ja, das freut mich zu hören. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Was steht als nächstes an? Das wird ein Test! Schnell! Ja. Lieblingsgeräusch von mir kommt leider nicht vor. Schade eigentlich. Ja, zugegeben, das Tiberiumfeld wird dann wahrscheinlich abgebaut. Warte mal, wir können das ja mal anders machen. Wir bauen einfach einen weiteren Sammler. Ist doch viel einfacher dann. Kostet außerdem auch nur die Hälfte, also von daher alles gut. Forschungslabor, ja. Das andere in Ägypten, das war ein Waffen. Das war eine Waffenfabrik, meine ich. Nee, das war Kassel. Ja, doch, das. Ja, doch, ist richtig. Doch, ist richtig. Ah, ich fühle mich einfach mit Nord wesentlich wohler als mit der GDI. Geerntet. Ja, mehr Tiberium. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wir brauchen viel Tiberium, Brüder. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Und sobald wir unsere Wenn im Gleiter zusammen haben, sparen wir das Geld für die Laserkonsendatoren. Wenn wir die nämlich haben, Konsendatoren. Hilfe. Also für die Laserwaffen, so. Wenn wir die nämlich haben, machen nämlich unsere Bennengleiter noch mehr Schaden. Das ist nämlich das Schöne daran. Oh, es ist gut. Wenn beide voll sind, ist das klasse für das Tiberium. Kannst du nämlich in Ruhe nachwachsen. Und ja, es wächst nach. Natürlich wächst es nach. Wäre ja sonst doof, wenn es nicht nachwachsen würde. Und zwar ziemlich schnell, wenn ich das mal gerade so sehe. So, jetzt kann der andere rein. Wunderbar. Wenn im Gleiter bereit zum, dann können wir ja schon anfangen hier, wa? Eine Minute dauert das übrigens. Habt ihr das gerade gesehen? Eine Minute. Kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Minute dauert das. Wahnsinn. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Scorpion-Panzer sind zwar eine nette Sache, aber Wenn im Gleiter sind noch besser. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ja, es ist klar, dass wir jetzt pleite sind. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir sind schon ziemlich weit gekommen tatsächlich. Für die erste Aufnahmesession mit Nord sind wir echt schon ziemlich weit. Jetzt schon im zweiten Kapitel und so lang ist das zweite Kapitel auch, glaube ich, gar nicht. Tiberium. Gibt es eigentlich noch mehr Berichte? 4 von 14, 10 von 17. Gibt es nichts weiter mehr? Doch, da kommt noch eine Sparte dazu, meine ich. Da kommt noch eine dazu. Erntet so viel, ja, das ist jetzt wiederum blöd, dass einer jetzt drin ist und einer draußen ist, weil dann wird das Tiberium nämlich klein auf Dauer. Aber naja, gut. Ihr macht das schon, Jungs. Einheit befördert. Einheit befördert. Oh, aber hoffentlich nicht zu tun hinaus. Beeilung! Oh, Bruder, du solltest mal dringend deinen Vater reparieren, Bruder. Ich hab Leiter bereit zum Abheben. Und hier ist es legitim, Bruder zu sagen. Also nicht, dass jetzt welche sagen, oh Gott, jetzt fängt er auch noch an mit der Scheiße. Nee, nicht die Art von Bruder, sondern die Art von Bruder wie Bruderschaft. Deswegen heißt es ja auch Bruderschaft von Nord. Sonst wäre es ja keine. Hier, Raider! Vorwärts, los! Ja, die Laserkonsultatoren sind da.
Ich häng sie alle. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Das heißt, die Bruderschaft wird gleich schön austeilen. Irgendwas gesehen? Ihr werdet gleich sehen, warum. Wennengleiter, ihr seid meine Lieblinge, also seid ihr natürlich Team 1. Wäre nicht Ziel. Erfasse Ziel. Verstanden, wir greifen an. Wennengleiter bereit zum Abschluss. Wir haben sie auf dem Radar. Okay. Unwichtig. Ja, Koordinaten erfasst. Allerdings, das braucht es weg. Not Croft mehr lang. Das sehe ich genauso, mein Freund. Unterschätzt niemals die Macht eines Venom-Gleiters, wenn ich ihn einsetze. Erfasse Ziel. Oh, du willst Geld haben? Nö, nicht mit mir. Du kriegst kein Geld. Du warst ein böser Junge, du kriegst kein Geld. Na klar. Alles klar. Venom-Gleiter bereit zum Abheben. Feuer! Ich möchte dieses Geld haben. Holen wir sie uns. Deswegen werde ich die Raffinerie auch erstmal stehen lassen. Okay. Wir nehmen nämlich alle sehen Ruhe unsere Basis da oben einrichten, unsere Sekundärbasis. Denn ich wäre schön blöd, wenn ich das Tiberium ohne weiteres liegen lassen würde. Außerdem können wir dann mehr Venom-Gleiter bauen. Und das tun wir auch. Und zwar eine ganze Menge Venom-Gleiter. Wir kennen den wahren Weg. Ja, die Stunde meiner Luftwaffe. Die Not Air Force kommt. Los, los! Ich weiß, jetzt dreht er völlig durch. Einheit wird das knapp. Nicht. Komm schon, Bruder. Venom-Gleiter bereit zum Abheben. Nord lässt sich nicht einengen. Genau, Nord lässt sich nicht einengen. Ist übrigens auch die Stimme von Jiraiya. Huch! Das ging jetzt ein bisschen sehr schnell. Reparatur läuft. Genau, reparier dich mal. Außerdem haben wir hier eine schwarze Hand. Wir sind die Auserwählten. Schwarze Hand. Räumt mal das Gebäude da. Übrigens, wenn ihr Renegade verfolgt habt, dürftet ihr wissen, dass die schwarze Hand nach dem ersten Tiberium-Krieg öffentlich wurde. Nämlich durch den guten alten Raveshaw. General Raveshaw. Wir sind die Auserwählten. Genau. Das seid ihr, Jungs. So, ihr seid fertig. Sehr gut. Kraftwerk. Raffinerie. Schöner dran ans Tiberiumfeld. Damit der Weg auch schön kurz ist. So. Jungs. Tänzeln könnt ihr später. Wir kommen wenn wir hier wieder. Fertig sind. Ja, genau. Wir kommen Bau wieder. Abgeschlossen. Weil wir energisch sind. So, Hand von Notch. Bau abgeschlossen. Sein Geldspeicher ist eh leer, macht nix. Ist nicht schlimm. Schrein der Geheimnisse, den dürfen wir nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Schon mal Fahrzeugabwehr. Und natürlich nicht zu vergessen, die Infanterieabwehr. So, aber wir sind hier noch nicht fertig. Wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Abwehr. Schießen Sie los. Jetzt warten wir schön, bis die Wennengleiter vollständig sind. Ist jetzt vielleicht für euch nicht allzu spannend, aber es ist effektiv. Danach kann es nämlich sein, dass wir die Mission schon beenden können. Ein paar Minuten mache ich noch und dann ist auch Partende. Ja, hier sind nämlich schon das Tiberiumfeld hier. Es kommt schon langsam nach, deswegen ziehe ich mal den anderen Sammler ab. Der bleibt jetzt mal untätig, damit das Feld sich mal ein bisschen erholen kann. Wir haben den Schrein der Geheimnisse. Das heißt, wir können jetzt auch unsere Tarnvorrichtung bauen, fällt mir gerade ein. Das werden wir auch mal tun. Das Tiberium wird uns befreien. Genau, das wird es. Bau abgeschlossen. Ein weiteres Kraftwerk für die Bruderschaft. Teuer ist die Technologie. 500 kostet die. Aber ihr Energieausstoß ist höher als das der GDI-Kraftwerk. Das muss schon was heißen. Ungeeigneter Bauplatz. Tja, was macht ihr jetzt? Jetzt sieht ihr uns nicht mehr. So ein Scheiß aber auch, liebe GDI. Ich stopp mal kurz den Bau der Venom-Gleiter, damit wir mal ein bisschen unsere Kraftwerke hier verbessern können. Bevor uns nämlich die Energie noch ganz ausfällt. Ja, ich glaube, das Feld ist fertig. Hm, das Feld ist hinüber. Irgendwas gesehen? Ist aber nicht schlimm. Schlagen wir los! Okay. Sammelt euch, Venom-Gleiter. Bin gleich dort. Na klar. Erntet so viel ihr könnt.
Vor allem das Geräusch, das dabei ertönt, ist das Geräusch, glaube ich, der MBFs aus Alarmstufe Rot 2 tatsächlich, wenn ich das richtig höre. So. Oh ja, die Babys bringen gute Energie. Aber richtig gute Energie. So, einmal ein Shredder-Turm und einmal ein Laser-Turm. Und Freunde, Partende für euch. Im nächsten Part fahren wir dann fort. Ich platziere noch eben schnell den Shredder-Turm und den Laser-Turm, damit wir unsere Abwehr haben. Gegen die ekelhafte Präsenz der GDI. Und wer das Zitat kennt, der ist richtig gut. Ich würde nun sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns entweder heute Abend wieder oder morgen zu einer neuen Partie Tiberium Wars mit der Bruderschaft von Nord. Aber bis dato sage ich nun, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.